Na, bist du schon müde? Nein, erzähl mir eine Geschichte. Du willst von den Kindern hören? Okay. Es war einmal eine Insel am anderen Ende der Welt. Dort lebten einige sehr besondere Kinder. Sie lebten alle gemeinsam in einem großen alten Haus. Es war ein verzauberter Ort, an dem niemand sie finden konnte. Die Sonne schien jeden Tag. Sie waren so glücklich. Wie waren sie? Sie waren nicht wie andere Leute. Sie konnten erstaunliche Dinge tun. Was für Dinge? Mal nachdenken. Da war ein kleiner Junge, den man überhaupt nicht sehen konnte, außer er trug Kleidung. Und ein Mädchen, die konnte Feuer in ihren bloßen Händen halten, als wäre es nichts. Es gab ein Geschwisterpaar, die konnten sich unterhalten, ohne je ein Wort zu sagen. Und ein Mädchen, das konnte laufen, ohne dass ihre Füße den Boden berührten. Sie war so leicht, dass man einen Strick um ihren Bauch binden musste, damit sie nicht davonschwebte. Oh. Und sie wurden alle bewacht von einem weisen alten Vogel. Sie mussten wirklich dort bleiben? Ja, das mussten sie, weil sie sich versteckten. Versteckten? Wovor? Großvater, wann erzählst du mir den Rest? Eines Tages. Eines Tages.